Du hast hervorstehende Rippen und Probleme mit der Atmung, beziehungsweise wenn du hervorstehende Rippen hast, dann ist deine Atemmechanik nicht optimal. Ja, das kann ich dir schon mal vorweg sagen. Wie wir das Ganze lösen, dazu zeige ich dir jetzt eine sehr, sehr effektive Übung und warum das Ganze eben auch bei Schulterschmerzen, Verspannungen im oberen Rücken, Rippenblockaden extrem wertvoll ist. Das erkläre ich dir im Laufe des Videos. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Luke Brandenburg und ich bin Gründer des Medical Fitness Systems, welches dich dabei unterstützt, deinen Körper so zu optimieren, dass du unabhängig und frei von Ärzten und Therapeuten einen schmerzfreien Körper haben kannst. Und wir machen mal gemeinsam den kurzen Seitstütz. Ja, und ich möchte dir einfach eine Sache einmal zeigen, die häufig auf der linken Körperhälfte auftritt, womit ich früher auch Probleme hatte. Und das ist so ein Rib Flare. Ja, das heißt, dass dieser Rippenbogen nach vorne rausguckt. Das kann man einfach per Sichtanalyse sozusagen analysieren. Das heißt, dass die Rippen dauerhaft in so einer Außenrotationsstellung stehen, ja, und du nicht richtig deine Bauchmuskulatur nutzt, um speziell auszuatmen. Ein Problem, mit dem sehr viele Leute Problem haben, ist das Ausatmen. Und das kannst du sehr gut mit einer Kraftübung, korrigierenden Übung, Core-Übung auf die Reihe kriegen, und zwar dem kurzen Seitstütz. Wenn du hast, würde ich noch eine Faszienrolle empfehlen. Nur wenn du hast, muss nicht sein. Das heißt, wichtig am Anfang, mach mal hier einen 90-Grad-Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel. Und dein Knie und dein Ellbogen sind ungefähr auf einer Linie. Genau, ich hoffe, das kann man sehen. Genau. Und dann legst du die Faszienrolle zwischen deine Knie, ne, so ein bisschen oberhalb. Und jetzt ist wirklich angesagt, ne, ich greife immer einmal gerne mit dem Arm über den Kopf. Kriege hier schon so eine Spannung und der Hebelpunkt, ne, der ist jetzt nicht die Füße oder so, sondern die äußere Knieaußenseite. Und jetzt gehe ich hier hoch, ja, so, und habe sofort eine super Spannung in der seitlichen Bauchmuskulatur. Nimm den Arm dann von hier nach vorne. Wenn du die Übung zum ersten Mal machst, lass dir Zeit. Besonders die linke Seite, die ja jetzt unten ist, die hat eine schlechte Aktivierung. Warum das so ist, siehst du hinter mir am Skelettmodell, erkläre ich gleich auch nochmal. Das hat was mit der Standardskoliose des Menschen zu tun. Wir sind alle nach rechts orientiert. Das heißt auch, die Brustwirbelsäule, die ist so ein bisschen im Uhrzeigersinn rotiert. Und das sorgt einfach dafür, dass dieser Rippenbogen tendenziell links mehr absteht. Wenn du das Problem beidseitig hast, die Übung kannst du auch ohne Probleme beidseitig trainieren. Das schadet also nicht. Ne? Wenn du aber merkst, ey, das ist auf einer Seite schlechter, das Problem, oder schwerwiegender, dann trainierst du die Seite natürlich fokussiert. Hier gehen wir nicht über Wiederholungen, sondern über Time and Attention nennt sich das. Das heißt, ich würde hier mich so auf 45 Sekunden, maximal eine Minute hocharbeiten. Und wenn du das kannst, ne, das Ganze für 2 bis 3 Sätze mit einer Minute Pause zwischendrin oder so, du kannst auch abwechseln. Übrigens, wenn das Video dir gefällt, gib doch einen Daumen nach oben und vergiss es nicht zu teilen. Ganz kurz nochmal am Modell erklärt, ja, was ist dieses Left AAC oder in dem Fall ist es Right BC. Ja. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass dieses Becken hier im Uhrzeigersinn nach rechts rotiert ist, ne, damit auch die komplette Wirbelsäule axial sozusagen nach rechts rotiert. Und damit ist es einfach wesentlich wahrscheinlicher, dass der Rib Flare hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite, Entschuldigung, auftritt. Ganz, ganz einfach, werden wir auch noch sehr viel ausführlicher im Medical Fitness System drüber sprechen. Ist ein komplexes Thema, werde ich jetzt hier in einem 5-Minuten-Video nicht komplett erklärt kriegen. Tut auch nichts zur Sache, denn praktisch ist wirklich zu tun, diesen kurzen Seitstütz zu trainieren. Und wie gesagt, im morgigen Video dann die Steigerung dazu.